So. Weg da. Das Ding hat gut Masse. Sag mal, das ist doch das Telefon, von dem aus vorhin noch die Jamaikanerin angerufen hat, oder? Ich werde mir mal ganz kurz Leben suchen. Vielleicht auch mal speichern, das wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen, glaube ich. Ja, da bleiben wir stecken, na klar. So, Leben müsste es ja theoretischerweise wieder hier geben. In der Einkaufsmeile. Das ist jetzt immer so mein Rettungsanker. Da weiß ich, wo es ist. Auch wenn ich nicht weiß, auf welcher Seite. Auf der hier. Aber ich weiß zumindest, dass hier irgendwo was ist. Das ist immer das Einzige, was ich wissen muss. So. Ist halt schade eigentlich, dass dann hier mit dem Speichervorgang noch nicht sein Leben wieder auflädt, wie das dann später so ist. Geil, dass es dem Bullen überhaupt nicht interessiert, dass ich gerade zwei Leute über den Haufen gefahren habe. Und die wirklich regelrecht zermatscht habe unter meinen Reifen. So, ich glaube, diesen netten Wagen, den parke ich dann auch mal mit hier drin. Vielleicht nicht gerade auf dem Yakuza-Wagen, aber irgendwie mit hier drin eben. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Raus. Mach zu. Sehr gut. Das hat noch funktioniert. So muss das sein. So, dann parken wir den vielleicht noch mal ein bisschen ordentlicher, damit wir hier auch an beide Wagen rankommen. Mann, heißt das Wagen oder Wägen? Ich weiß es gar nicht. So. Und dann speichern wir mal. Das täte, glaube ich, mal Not. Zack. Die Nummer mit dieser blöden Handgranatenaktion da, die hat mich vorhin so viel Geld gekostet, ey. Weil ich so oft ja im Krankenhaus gelandet bin und mir jedes Mal wieder eine neue MP kaufen musste. Also finanziell gesehen hat mich das in den Ruin getrieben. Ich habe schon nur noch 600.000. Ganz, ganz übel. So. Ich könnte jetzt bei Ray weitermachen, aber ich wollte eigentlich mal am Stadion vorbeischauen. Warte mal, wo muss ich denn da lang? Ich glaube, drüben, ne? Hier und dann ein bisschen weiter nach Westen, kann das sein? So hier? Ja, halt, da ist es doch. Die Straße habe ich gesucht. Und dann schauen wir mal, was das für ein Anrufer ist hier. Ah, Telefon klingelt noch, gut. Schnelle Autos, schnelles Geld. Wieso kann man das immer nochmal machen? Ich verstehe das nicht. Das wollen wir natürlich nicht. So, also laden wir einfach nochmal den Spielstand. Diese Telefonaufträge, die sind echt merkwürdig. Ich verstehe nicht, warum man die wiederholen kann. Macht für mich nicht so viel Sinn. Na gut, vielleicht ist das auch ein Bug. Das kann auch sein. Denn das Spiel ist ja alt und ein bisschen inkompatibel. Da kann das schon mal passieren. Ich denke mal, es ist nicht beabsichtigt, dass man die wiederholen kann. Also geht's weiter mit Ray, denn der ist der einzige Auftraggeber, der noch übrig ist. Und ich hoffe, seine Aufträge werden ein bisschen angenehmer, denn die hat es jetzt tatsächlich in sich. Auch wenn das jetzt nicht daran lag, dass sie jetzt irgendwie herausfordernd waren, so wirklich, sondern eher daran, dass es eine Scheißkonstellation meistens war. Oder What the fuck-Momente. Aber das kann halt auch dazu führen, dass es schwer wird. Schauen wir mal. Brennende Beweise. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We're both gonna do pretty well out of this, kid. Okay, das klingt, als ob ich's durchführen könnte. Schauen wir mal. Das habe ich mir bei den anderen Missionen auch gedacht. So immer mit dem Gedanken, ach, die bisherigen Missionen waren auch okay, dann kriegst du das erst recht hin. Ja, Pustekuchen. Okay, dann schauen wir mal. Einen Leichenwagen rammen und alles sammeln, was rausfällt.
Theoretischerweise sollte das tatsächlich machbar sein. Die Frage ist, hat er eine Eskorte? Hat er eine Eskorte, die auf uns schießt? Dann wäre es wieder unschön. Aber ich glaube, bevor ich dahin mache, werde ich nochmal den Wagen wechseln. Mit dem habe ich jetzt schon ein bisschen was gerammt. An sich ist der SUV aber gar nicht so eine schlechte Wahl, glaube ich. Entschuldigung. Okay. Dann werden wir mal sehen. Wo ist denn das Ding? Fährt er im Kreis oder steht der? Der fährt, ne? Ja, ja, der fährt. Aber der Weg sollte richtig sein. Ich glaube, das ist hier unter der Unterführung, oder? In der Unterführung, ja. Das ist gar kein Leichenwagen. Hat er euch irgendwas von Leichenwagen erzählt oder habe ich mir das eingebildet? Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Na gut, dann rammen wir den Freund mal. Am besten direkt dahinter fahren, weil er ja irgendwas fallen ist, was ich sammeln soll. Komme ich denn näher? Halt! Entschuldigung. Wo ist er denn? Was machst du für Späße? Sag mal. Wegen dir muss ich Leute überfahren. Du bist schuld, wenn hier Menschen sterben. Also so indirekt. Heilige Scheiße. Jetzt ist er auch direkt dran schuld. Mann, Mann, Mann. Der hat aber auch einen Affenzahn drauf, ne? Der hört auf zu schießen. Das stört gerade. Ganz gewaltig. So, jetzt vielleicht. Ah. Sehr gut. 1 von 6 Päckchen. Ach du Schande. Ich schätze, da werde ich mal zwischendurch das Auto wechseln müssen dann. Na klasse, und jetzt schon 2 Sterne, das kann sehr heiter werden mit der Zeit. So, da fahren wir glaube ich mal drüber. Geh mal weg hier. So, wechseln wir mal das Fahrzeug. Ist jetzt vielleicht auch nicht die geilste Wahl, aber besser als nichts. Müssen wir bloß mal schauen, wie der hier fährt. Was macht der Typ? So, haben wir das nächste Päckchen. Oh, mitten im Busch ist ja Wahnsinn. Da komme ich nicht ran. Oh nein. Muss ich auch noch aussteigen. So, schnell wieder rein. Könntest du mal bitte? Dieser Typ. Claude, was machst du? So, wo ist er denn? Hier. Zack. Päckchen Nummer 4. Okay, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Diesmal hat er sich dann doch verkrochen. Scheint ihm wohl zu viel geworden zu sein, mit auf dem Boulevard immer hin und her zu fahren. Kann ich verstehen. Wir haben ja auch zu langweilig geworden. Halt! Gut. Nummer 5. Fit. Noch eines, das wir nicht mit diesem Auto sammeln werden. Ganz sicher nicht. Raus da. Ja, ja, ja. Die Bullen sind auch nicht besser als irgendeine Gang. Ganz ehrlich. So, jetzt aber Beeilung hier. Da fährt uns das weg. So geht's ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob der einem wirklich entkommen kann, weil man hat ja die Markierung theoretischerweise und am Anfang ist man ja auch sehr weit weg von ihm. Egal. Der kann jetzt fahren, wohin er will. Wir müssen bloß noch das Päckchen sammeln. So, lass das Beweismaterial in deinem Auto und zünde das Auto dann an. Ich würde sagen, wir fahren einfach rum und rammen irgendwas, bis das Auto Feuer fängt. Das wird schon gut gehen. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwo einen Stern. Damit wir die Bullen, die lästigen, dann auch noch ein bisschen loswerden. Oder wir legen das Auto aufs Dach. Wären alles super Möglichkeiten. Ups. Da raucht der noch nicht mal. Sehr schrecklich. Wie ist das Auto so stabil? Oh, das ging ja dann jetzt doch recht schnell. Lauf! Gut. Job erledigt.
Das Auto war sehr schnell in Brand gesetzt dann jetzt. Okay. Das war mal eine Mission, die recht gut zu erledigen ging für den Freund. Aber Ray ist immer noch nicht ganz zufrieden. Ray hat noch einen Auftrag für uns und wie wir sehen, hat sich auch was Neues aufgetan. Wo auch immer der jetzt herkommt, ich weiß es nicht. Aber gut, ein bisschen Diversität, was die Auftraggeber angeht, kann ja auch nicht schaden. Denn ehrlich gesagt, die Fresse von dem hier kann ich nicht mehr sehen. Trotzdem arbeiten wir den erstmal ab. Schauen wir mal. Tödliche Bootsfahrt. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Das lässt sich einrichten. Aber Fishes? Heißt das nicht Fisch? Ist nicht Fisch die Mehrzahl von Fisch? Ich dachte, da gäbe es kein Extrawort für die Mehrzahl. Na gut, egal. Dann wollen wir uns mal ranmachen und ein Polizeiboot klauen. Die Mission hatten wir quasi so ähnlich schon mal für Asuka und da war die eigentlich auch ganz in Ordnung, finde ich. Also die ließ sich relativ gut umsetzen. Ich muss jetzt bloß mal schauen, ganz kurz in den Missionsinfos. Ist das jetzt... Ich glaube, das ist das Polizeiboot, was da markiert ist, oder? Dann müssen wir wohl nach Portland. Sieht wohl so aus. Einmal über die Callahan Bridge. Man hätte uns auch ruhig eins auf der Seite hier zur Verfügung stellen können. Einmal schief gelenkt und schon hat man drei Leute getötet. Unfassbar. So, wir sind falsch. Wir müssen noch eins weiter nach links. So. Ich frag mich, was da drin ist. Da liegt auf jeden Fall auch irgendwas mit einem roten Leuchtglobus drumrum. Egal, hat uns jetzt nicht zu interessieren. Kann ich vielleicht mal zwischen den Aufnahmen schauen, was das ist. Wir begeben uns wieder zurück nach Portland und werden mal zusehen, dass wir möglichst schnell in das Polizeiboot kommen. Und ich hoffe, das ist dann die letzte Mission für Ray, denn ich mag ihn nicht, ganz ehrlich. Also, ich glaube, bei dem gibt es sich auch nicht so viel zu mögen. Was liegt denn da oben? Ist das eine Pistole? Nee, das ist irgendwas anderes, oder? Keine Ahnung. Ist unfassbar, wo hier überall Zeug rumliegt. So, nee, ich glaube, es gibt auch wirklich nicht viel an ihm zu mögen und das ist auch absichtlich so, aber ich will halt auch keine Aufträge für den mehr machen. Denn die sind nervig, die Aufträge. Komme ich denn hier lang? Ah, vielleicht nicht gerade hier. Da muss ich dann vielleicht doch durch den Tunnel unten fahren. Oh! Das ging jetzt irgendwie sehr schnell. Lauf! Upsi! Wie konnte das geschehen? So, gleich erstmal zwei Lebenspunkte verloren. Ich glaube, damit kann ich noch leben. Und dann gehen wir gleich zu Fuß hier durch den Tunnel. Ich meine, so lang ist er ja nicht. Ach ja, der Ort, an dem wir mit Maria zusammen geflüchtet sind. Gut, dass wir die schon eine Weile nicht mehr gesehen haben, denn die ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. In San Andreas finde ich sie eigentlich noch ganz witzig. In den zwei Einspielern, in den zwei Videos, in denen sie damit vorkommt. Aber hier ist sie doch ziemlich anstrengend. So, mal wieder ins Polizeiboot. Fahr zum Leuchtturm und nimm dir Rays Partner vor. Das machen wir sehr gern. Jo. Wunderbar. Wenn das wieder so einfach wird wie bei der Mission für Asuka, dann bin ich sofort dabei. Dann kann ich auch damit leben, dass ich jetzt so weit fahren musste, um überhaupt erstmal zum Boot zu kommen. Damals war das ja ein bisschen angenehmer, ein bisschen bequemer, komfortabler. Da war das ja wirklich gleich am Steg, an dem wir dort sowieso schon waren. Na gut, schauen wir mal. Ach, das... Ah, das ist direkt dort bei der Villa von Salvatore. Okay.
Da kommt man ja sonst nicht weiter hin, ne? Aber er sitzt nicht auf der Insel, sondern in einem Boot, oder? Ja. Oder er wirft doch nicht mit explosiven Fässern, wa? Ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch, ein Dynamitfischer. Na toll. Scheiße, wir sollten ein bisschen Abstand zu dem Bahn. Okay, aber das kriegen wir schon hin, oder? Ah, was fährt der denn für Ecken? So, jetzt. Komm schon. Darf man das denn in Liberty City, Dynamit fischen? Ich finde das jetzt so also ein bisschen kritisch. Und ich meine, er ist Polizist, ne? Aber gut, das hat ja nichts zu sagen. Ich meine, die Stadt ist sowieso von Grund auf verkommen und korrupt. Dann kann es auch Polizisten geben, die Dynamit fischen. Ich glaube, das ist dann noch geringeres Übel als manch anderes hier. Um die Ecke. Gut, dass er nicht zu flüchten versucht. Dann haben wir zumindest mal wieder eine Chance, ihn zu kriegen. Nein, da fahre ich nicht durch. Das kannst du vergessen, mein Freund. Okay. Wenn du es so willst, dann kriegst du es so. Jawohl. 15.000 für uns. Und die Waffe nehmen wir auch noch an uns. Okay, Rays Partner ist damit erledigt. Ray ist aber immer noch am Start. Warum auch immer. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt schon lange genug gespielt. Die restlichen Missionen, die wir jetzt noch so offen haben, die werden wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession anschauen. Ich werde mich nochmal nach drüben begeben, nach Staunton Island, und werde dann da im Unterschlupf speichern. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal an, was wir für Ray noch erledigen sollen und wer dieser ominöse D ist, der dann auch auf dem Plan steht, auf der Karte steht. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie in der Geschichte vorankommen. Denn momentan habe ich zumindest das Gefühl, dass wir einfach bloß Gelegenheitsjobs erledigen. Eigentlich ist ja immer noch unser Ziel, dass wir Catalina töten wollen. Denn Rache und so, ne? Da sind wir kein bisschen näher gekommen bisher. Bleibt also noch ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen, wie wir dann in der Mission, in der Geschichte vorwärts kommen. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal in Liberty City.